People! Hey People! Es ist Sonntag 18 Uhr und willkommen bei einem neuen Video von eurem Girl Sash. Oh Leute, mein Handy klingelt. Du störst, ich habe hier ein Videodreh. Wie? Komisches Gewinnspiel. 25 Leute? Prada-Taschen? Alles klar, ich schaue es mir mal an. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Girl. Das Einzige, was ihr hier gewinnen könnt, sind Infos. Leider keine PS5, leider keine iPhones, weder ein Dirty Iced Tea noch eine Prada-Tasche. Aber wo kann man denn das Ganze gewinnen? Bei Shirin David. Ihr kennt sie. Musikvideos, YouTube-Videos. Sie ist Geschäftsfrau im Lebensmittelbereich. Und mein Favorit, ihr Video mit Mert. Cooler Typ. Was war da eigentlich nochmal? Und bei mir, ich toleriere Schwule einfach nicht. Ich akzeptiere das nicht. Egal, das ist ja auch schon lange vorbei. Und Shirin hat hoffentlich gelernt, Leute, also auch Marken, durchzuleuchten, bevor man mit denen zusammenarbeitet. Genauso wie bei Savage X Fenty. Hier fehlt alles. Das ist wieder eine Tüte, was man drüber zieht und ein Foto macht. Oder wenn man irgendwie friert. Das ist doch so ein bisschen wie, weißt du, wie in den Krankenwagen kriegt man so eine Decke. Ja, das ist ja, ne? Vielleicht ist das auch so Sinn und Zweck der Sache. Preis 5 Euro, Kick. Ja, doch, ganz ehrlich. Nein, Shirin ist bekannt als herzlicher, gütiger und ehrlicher Mensch. Oder meinst du diesen Abend im Stripclub für 10.000 Euro für den Vibe? Und deswegen hat sie auch ein Gewinnspiel gestartet, um ihren Shirizzles was zurückzugeben. Und deswegen, bam! Es wird eine unfassbare Verlosung kommen. Und zwar nicht so eine Basic-Ass, ich verlose einfach ein paar Playstations und ein paar iPhones, sondern es wird ein bisschen shrizzled. Und ich zeige euch Sachen, die ich gut finde und ihr stimmt ab, welche euch richtig gut gefallen oder welche euch besser gefallen. Und diese Sachen besorge ich. Wie ihr das gewinnen könnt, ganz easy. Ihr müsst nur liken, kommentieren, Shirin folgen und 25 anderen Leuten. Und dann seid ihr auch schon dabei. Voll easy. Wie, es ist nicht normal, Maximilian Herd und 25 anderen Leuten zu folgen? Natürlich ist das normal. Oder? Ich meine, ihr kennt doch Maximilian Herd. Der Typ, der schon mit Monte und Mois zusammen Gewinnspiele gemacht hat. Vielleicht auch mit Katja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich würde für Maximilian Herd meine Hand ins Feuer legen. Und für die 24 anderen Personen, denen man folgen muss. Aber was steckt hinter diesem Gewinnspiel und vor allem wer? Gewinnspiele dieser Art sind sehr erfolgreich. Früher war das nur eben so, dass man sich mit Freunden oder mit anderen Influencern zusammengeschlossen hat, die man auch kannte, um so die Reichweite zu maximieren und auch vielleicht möglichst viel Geld auszugeben bzw. sich zusammenzuschließen, um so noch größere Gewinne bereitzustellen und so seinen Zuschauern noch mehr zurückzugeben, denn immerhin sind sie ja auch das Wichtigste. Okay, Leute, wir wollen jetzt nicht so sentimental werden, ja? Ein iPad Pro. Ja, ihr könnt heute nämlich bei uns in der Story ein iPad Pro gewinnen. Einfach nur mit 2 Klicks. Dann erster Klick, mir und Sarah Desiderie folgen und dann hier unten bei der Abstimmung machen. Es ist ein iPad Pro. Heutzutage gehen die Gewinnspiele jedoch auf ein bestimmtes System zurück. Und zwar gibt es gewisse Seiten, die sich nur auf Gewinnspiele spezialisiert haben. So machen also YouTuber wie Mois, Montana Black und Katja, wobei ich übrigens von Katja gehört habe, dass sie wohl ziemlich pissig reagiert, wenn man sie YouTuberin nennt, und wollen auf diese Art und Weise ihren Zuschauern sehr viel zurückgeben. Und sie haben eins gemeinsam, und zwar Maximilian Herd. Maximilian Herd ist natürlich ein sehr, sehr guter Mensch, der mit total guten Taten auffällt, wie dass er Leuten ermöglicht, Gewinnspiele zu starten, die eigentlich das Geld hätten, das alleine zu machen. Wenn Maximilian Herd um die Ecke kommt, dann kann man ja einfach hinein sagen, ne? Das ist wie, wenn Ron Bielecki dich fragt, ob du einen Tornado zünden möchtest. Du kannst doch da einfach nicht Nein sagen, oder? Maximilian Herd fällt natürlich auch durch andere Dinge auf, wie beispielsweise... Er hat mir eine Mail geschrieben. Ich lese euch am besten einfach mal vor. Titel, Mahnung, YouTube-Video. Also da war mir klar, jetzt wird's witzig. Egal. So müsst ihr also, wenn ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen wollt, Maximilian Herd und einen Accounts folgen, denen Maximilian Herd folgt. Nur schade irgendwie, dass nicht mal Shirin Maximilian Herd folgt. Also da stellt sich mir natürlich die Frage, warum sollt ihr überhaupt einer fremden Person folgen, denen ja nicht mal die Gewinnspielstellerin folgt? Also so ganz weird so. Dann folg ihm doch auch wenigstens für eine Woche. Dann mach es doch. Wenn du es deinen Shrizzles empfehlst, dann kannst du es doch genauso selber machen, oder? Doch warum lohnen sich die Gewinnspiele, obwohl die Creator in dem Sinne eigentlich ja super viel ausgeben, wie beispielsweise bei Shirin? Rob Bubble hat dazu mal ein ganz gutes Video gemacht und hat aufgezeigt, indem er in einer
dubiosen Telegram-Gruppe war, dass man sogenannte Plätze verkauft in diesen Listen sozusagen. Also beispielsweise unter diesen 24 Personen gibt es dann vielleicht Personen, die sich reinkaufen. Wir haben tatsächlich Sarah für morgen buchen können. Ihr letztes Gewinnspiel vor 2 Wochen gab 28.000 neue Follower. Es dürfen nur 7 Teilnehmer insgesamt dabei sein. 3 sind vergeben. Das heißt, es gibt nur 4 Plätze zu kaufen. Erwarteter Wachstum 25.000 bis 35.000. Es ist ein sehr exklusives Gewinnspiel. Und so kann man sich eben für horrend hohe Summen einkaufen. 1.500 Euro! Ja, sogar noch mehr. Meine Quelle hat mir gesagt, der Preis pro Platz wäre angeblich 6.000 Euro. Das heißt, es geht hier weniger um das Zurückgeben an die Zuschauerschaft, als mehr um die Reichweite. Und dass Gewinnspiele Reichweite bringen, ist ja auch eigentlich nichts Neues und auch gar nichts Verwerfliches, denn es ist ja cool, du kannst was verlosen, du kriegst sogar Abonnenten zurück, die werden dir wahrscheinlich nach einer Woche folgen. Das heißt, Gewinnspiele haben ja an sich eigentlich nur Vorteile für beide Seiten. Aber der Vorteil für die Creator ist in dem Sinne größer, denn sie verdienen ja dadurch Geld, denn ich meine, diese Plätze werden ja verkauft. Die großen, großzügigen Instagram-Stars, die da was für euch verlosen, kriegen meistens nicht nur Geld dafür, sie kaufen oft nicht mal die Preise selbst. Und das wird dann häufig über zahlreiche Telegram-Gruppen organisiert. Und die Sachen werden ihnen finanziert. Denn Shirin sagt ja auch hier eindeutig, dass sie mit Maximilian Herd zusammen die Sachen eingekauft hat. Nicht alleine. Sie hat diesen Gewinn nicht alleine erbracht, sondern auch mit anderem Geld. Obwohl diese Personen die Mittel hätten, das alleine zu erbringen, vor allem weil die Zuschauerschaft ihnen dieses ganze fucking Leben finanziert hat. Natürlich gab es mit Sicherheit auch andere Dinge, die sie vorher in der Vergangenheit gemacht haben, um ihren Fans was zurückgegeben, aber diese Art von Gewinnspiele sehe ich immer nur in Kooperation mit Giveaway-Seiten oder Maximilian Herd. Wie oft habe ich jetzt Maximilian Herd in diesem Video gesagt? Macht ein Trinkspiel draus. Ron Bilecki, nein, du nicht. Du nicht. Und natürlich profitiert auch die andere Seite davon, denn beispielsweise eine Shirin hat enorm viel Reichweite. Natürlich nicht so krass viel Reichweite wie ich auf Instagram, folgt mir gerne. Also Shirin hat krass viele Follower und natürlich profitieren die Leute davon, denen man folgen soll. Und auch Maximilian Herd. Also wie viel wird denn wirklich zurückgegeben an die Zuschauerschaft, wenn der Fokus eigentlich auf etwas komplett anderem liegt? Denn im Endeffekt ist es ja egal, wie aktiv ihr seid, wie lange ihr schon dabei seid, und was ihr alles gemacht habt für eure Lieblings-YouTuberinnen, Lieblings-YouTuber. Im Endeffekt zählt in diesem Moment nur, seid ihr aktiv, habt ihr einen Kommentar da gelassen und folgt ihr den 24 anderen Personen. Das heißt, egal wie viel ihr von diesem Arsch-Merch gekauft habt, ihr müsst erst 24 Leuten folgen, damit ihr dann teilnehmen könnt. Aber ist ja okay. Sie macht die Bedingungen oder Maximilian Herd macht die Bedingungen, ich weiß es nicht. Okay, kann ich akzeptieren. Ich habe jetzt ein bisschen rumgeraged, aber ist okay, ich akzeptiere das. Was ich aber nicht so ganz verstehen kann, ist, inwiefern man wirklich auf dem Schirm hat, wen man damit indirekt supportet. Beispielsweise Montana Black hat ja genau diese Art von Gewinnspielen gemacht. Und in einem Interview mit KuchenTV ist er auch auf dieses Thema eingegangen. Und zwar kann man eigentlich krasse Sachen gewinnen, PlayStation, iPads, iPods und so weiter. Dafür muss man allerdings vielen Leuten folgen, 28 glaube ich ist das. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du das ja schon mal so gemacht hast und dafür kritisiert wurdest und dann aber auch eingesehen hast, dass das nicht so cool war und jetzt halt wieder machst. Nee, also eingesehen habe ich da gar nichts. Ich habe mir die Kritik zu Herzen genommen und habe mit meinem Livestream da offen drüber kommuniziert im Stream und habe auch deren Kritik mir zu Herzen genommen, dass sie das nicht cool fanden, dass man so vielen Leuten folgen muss. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es ist ein kostenloses Gewinnspiel. Niemand muss sich registrieren, sonstiges. Klar, es ist vielleicht nervig, ob man jetzt 15 Leuten, 10 Leuten oder 28 Leuten folgen muss. Das ist natürlich schon in der Summe ein Unterschied. Aber es sind 2 Minuten Aufwand für eine Woche, wo das Gewinnspiel ist. Danach kann man den Leuten wieder entfolgen. Des Weiteren stellte KuchenTV eine kritische Frage und sagte, wie man da folgt, weil das sind, glaube ich, 1-2 Leute, wo ich nachgeguckt habe, auch so diese Lebenscoaches, so ein bisschen, die so sagen, jo, ich zeig dir, wie man reich wird. Wie stehst du denn zu sowas? Wer da drauf reinfällt, Bruder, sag ich dir ganz ehrlich. Und das ist meiner Meinung nach eine seltsame Aussage. Denn von vornherein geht es ja darum, Menschen, die dich supporten, etwas zurückzugeben, auf eine ehrliche Art und Weise. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, ja, wer da drauf reinfällt,
Bruder. So, es geht ja nicht um eine Person, es geht nicht um eine Firma, denen du folgen sollst oder so. Nur eine oder zwei von mir aus. Sondern es geht darum, dass du 24 Personen folgen musst, die du nicht kennst und die alle irgendwelche komischen Sachen machen. Das spricht ja KuchenTV selbst an. Das sind irgendwelche Life-Coaches, das sind irgendwelche Coaches, die dir sagen wollen, wie du reich wirst. Und dass das sowieso einen seltsamen Beigeschmack hat. Ja, das ist sehr fragwürdig. Sich aber dann noch hinzusetzen und zu sagen, wer da drauf reinfällt, Bruder. Ja, sorry, kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn du 14, 15, 16, 17, 18 oder wie alt auch immer bist, dann ist das nicht deine Schuld, wenn du drauf reinfällst, sondern du folgst deinem Lieblings-YouTuber und verlässt dich auf seine Meinung. Denn so finanzierst du ja deren Leben. Aber so schiebt Montana Black als auch alle anderen einfach die Verantwortung ab und sagt, warum? Ist doch dein Problem, wenn du drauf reinfällst. Du kannst es stumm schalten, du kannst sie nach einer Woche entfolgen, du kannst doch alles machen, du musst doch gar nicht drauf reagieren. Aber in dem Moment wissen sie es nicht. Aber na klar, es ist natürlich die Verantwortung deiner Zuschauer, denn wenn sie drauf reinfallen, ist doch selbst schuld. In dem Fall geht es also nicht darum, was zurückzugeben, sondern es geht darum, dass eine Partei Geld bekommt und die andere Partei Reichweite. Und wahrscheinlich Geld auch, indem sie ja Reichweite generieren und vielleicht ihre Online-Kurse verkaufen. Aber wir können uns ja gerne mal anschauen, was denn für Leute Shirin indirekt empfiehlt, indem sie sagt, dass man Maximilian Herd folgen soll. CBD-Discounter, okay, irgendwas mit Gras. Shirin zeigt sie auch mit Gras, okay, kann ich noch mit leben. Man zeigt auch Alkohol und so, deswegen ja, klar, ist irgendwie doof, so mit Minderjährigen und so, aber ja, was soll ich machen, ist jetzt für mich persönlich nicht das Schlimmste. Eine Frau, die Rezepte zum Abnehmen postet, ist okay, kann ich auch mitleben. Und dann geht's schon mit dem ersten los. Vom Kfz-Mechaniker zum Unternehmer und anbei ein Lamborghini. Ich fühle mich so, als wäre ich hier bei Simon Desue. Dann der nächste auffällige Mann, Walter Temmer. So viel Geld habe ich mit dem Verkauf und der Vermarktung von Internetadressen und Internetportalen verdient. Ist aufgefallen dadurch, dass er 2021 Autos verloste, und zwar jeden Monat. 2022 hat er angeblich eine eigene Reality-Show. Natürlich hat er auch eine eigene Seite in seiner Bio. Der Hintergrund ist, dass das Unternehmen sichtbarer gemacht werden soll. Beispielsweise steht hier, was kommt dabei raus, wenn man deinen Namen googelt, welche Google-Ergebnisse werden gezeigt. Und das alles können sie anscheinend irgendwie beeinflussen. Genau, wir entscheiden gemeinsam, auf welchen Plattformen Berichte von dir und deinem Unternehmen veröffentlicht werden. Und bla bla bla. Die Berichte werden je nach Anzahl direkt oder zeitversetzt veröffentlicht und in der Regel bereits innerhalb von wenigen Wochen von Google identifiziert. Wenn man ihn also googelt, wird er vermutlich das auch beeinflussen können, was wir auch zuallererst sehen. Das ist mein Gedanke dahinter. Und so sehen natürlich die Google-Ergebnisse total super aus. Wenn man dann aber doch ein bisschen weiter schaut und auch ein bisschen tiefer schaut, dann sieht man hier einen ganz tollen Bericht von der Arbeiterkammer, wo man dann sieht, dass Walter Temmer irgendwie doch gar nicht so cool ist, denn Arbeiterkammer holt Geld zurück. Und zwar gab es wohl Beschwerden über seine Coaching- Kurse. Die Verträge von seinen Kursen sollen wohl fragwürdig sein. Solche Leute wollen euch sagen, wie ihr reich werden könnt, aber ihr müsst dann teilweise auf Ratenzahlung, ihr müsst Ratenzahlung machen von beispielsweise 3.500 Euro für Lehrunterlagen, wo ich mir denke, Digga, steck deine 3.500 Euro irgendwo anders hin, aber einen Coach zu bezahlen, der dir sagen soll, wie du reich werden sollst, indem du ihm Geld gibst, das klingt doch schon paradox. Aber das sieht man ja am Anfang nicht, das heißt, man muss das tiefer graben und dadurch, dass mir Shirin indirekt empfiehlt, diesen Leuten zu folgen, denke ich mir so, oh Mann, Walter hat Autos verlost, der hat eine eigene TV-Show und der ist Millionär. 10 Millionen Euro. Klingt für dich nach verdammt viel Geld? Das gucke ich mir an. Dann geht's weiter. Christian Tucholsky, welcher ebenfalls für eine Wow-Überraschung sorgt und euch zeigt, wie ihr mit Instagram neben eurem Vollzeitjob das Hamsterrad durchbrechen könnt. Ich kann erahnen, in welche Richtung diese Leute gehen. Erfahrungsberichte dazu, naja, Stichworte wie Abzocke oder kein Geld zurückfallen. Aber wenn Shirin ihn indirekt empfiehlt und Maximilian Herd ihm ja folgt, dann kann das ja gar nicht so schlecht sein, oder? Dann noch irgendwas mit Dropshipping, irgendein Typ, der eine Darmkrankheit hatte und jetzt mit Zitaten von Steve Jobs auf seiner Webseite posiert und euch für 299 Euro 2 Monate in Sachen Klarheit und noch irgendwas begleiten möchte.
Schnapper. Ja, sogar Mats Hummels ist dabei. Da würde ich aber doch nochmal gerne nachhaken. Also Mats, melde dich doch gern bei mir. Allein schon, dass ich weiß, dass er eine Darmkrankheit hat, ne? Ich bin zu tief drin, Leute. Wortwörtlich. Und dann zwischendurch kommt einfach mal eine Tattoo-Seite. Also ihr merkt schon, es gibt hier ein krasses Konzept. Doch warum machen das die Seiten eigentlich? Denn im Endeffekt sagt Montana Black es ja selbst. Ich werde nie verstehen, warum Leute darauf aus sind, über diese Art und Weise Reichweite zu generieren. Weil entweder entfolgen die Leute danach wieder oder sie werden halt inaktiv. Früher war es gang und gäbe, Follower zu kaufen, Likes und Kommentare, um so seine Reichweite zu generieren. Aber mit der Zeit ist einfach Instagram viel zu schlau geworden und man konnte viel leichter entdecken, wo Fake-Follower sind, was ja auch gut für die Firmen ist, aber eben nicht gut für die Leute, die Fake-Follower haben. Und so wandelte sich das um in Gewinnspiele, denn wie kann man gut Follower generieren? Indem man Gewinnspiele startet. Einfach nur mit 2 Klicks. Dein erster Klick, mir und Sarah Desiderie folgen und dann hier unten bei der Abstimmung machen. Es ist ein iPad Pro. Und so hat man eine relativ hohe Reichweite, indem man einfach nur den Leuten was zurückgibt. Und alle machen mit. Jindawis, Montana Black, ja Bibi, Mensch. Und ist ja auch für alle lukrativ. Influencer kriegen Follower, die Leute, die da mitmachen, kriegen Follower und ihr kriegt was geschenkt. Was kann man eigentlich daran scheiße finden? Ja, ich finde scheiße. Und zwar finde ich scheiße, weil ich mich frage, wer zahlt am Ende dafür wirklich? Wie bereits erwähnt, kann man sich ja in diese Art von Gewinnspiele reinkaufen. Die großen, großzügigen Instagram-Stars, die da was für euch verlosen, kriegen meistens nicht nur Geld dafür, sie kaufen oft nicht mal die Preise selbst. Das heißt, irgendwer muss Geld bekommen. Und für die Reichweite, die man da ja gibt, wird mit Sicherheit auch irgendwie der Influencer belohnt. Und man gibt denen ja eben die Reichweite. Also ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das bezahlt wird. Das heißt, es ist ja im Endeffekt irgendwie eine Firma, die dich engagiert und du machst ja dann trotzdem irgendwie Werbung für die. Denn du sagst, Leute, ihr sollt dem folgen und 24 anderen Leuten. Es ist ja schon ein Handelsabkommen. So funktionieren ja Geschäfte mit Firmen. Nur in diesem Fall ist es ja subtiler, weil beispielsweise Shirin nicht sagt, hey Leute, folgt den Coaches und den Coaches und den Coaches, sondern sie sagt, folgt Maximilian Herd und den Leuten, denen er folgt. Das heißt, sie schiebt die Verantwortung ab. Und dann wird das so hingestellt, als ob das was total Tolles wäre. Oh, und ich liebe euch Leute. Guck mal, nur für euch, nur für dich. Und du brauchst nur 24 Leuten zu folgen. Aber es sind 2 Minuten Aufwand für eine Woche, wo das Gewinnspiel ist. Danach kann man den Leuten wieder entfolgen. Mhm. So, wenn es den Leuten nicht gefällt, kein Problem. Okay, dann mach halt nicht mit. Wenn man seine Zuschauer mag und denen dankbar ist, dann kannst du denen auch einfach so etwas geben. Man kann ihnen auch beispielsweise einen Tag einfach schenken. Und damit meine ich nicht nur Shirin, ich meine alle Dödel, die da mitmachen. Und ich finde es einfach total schade, dass man diese Art von indirekter Empfehlung abgibt und das auf den Kosten von deinen Zuschauern, die dir vertrauen. Denn es geht nicht darum, dass man sagt, ja Leute, das liegt jetzt in eurer Eigenverantwortung. Das ist nicht richtig. Du kannst doch nicht deinen Zuschauern sagen, ja Leute, supportet mich, kauft mein Album, guckt all meine Videos und seid immer für mich da. Aber wenn ich jetzt hier was verlose, dann ist das eure eigene Verantwortung, wenn ihr den Leuten folgt, wenn ihr drauf reinfallt. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass Shirin das sagt, aber ich finde es einfach fragwürdig, warum man das macht. Denn im Endeffekt hast du doch mit Sicherheit irgendwie die Leute mal vorher angeguckt, oder nicht? Warum hast du es nötig? Genau das ist der Punkt, warum hat man es nötig? Aber diese Gewinnspiele sind einfach super verlockend, weil sie für beide Parteien Geld und Reichweite einbringen. Und was mit den Zuschauern passiert, das ist komplett egal. Ja, sie haben die Möglichkeit, was zu gewinnen. Okay, finde ich cool. Aber auf welche Kosten? Welche Kosten muss man dafür zahlen, um dabei zu gewinnen? Du musst dir diese Art von Person angucken. So, ja, okay, du kannst sie eine Woche lang stumm schalten, aber solltest du nicht mal die Influencer hinterfragen, denen du folgst, warum sie dich so verkaufen? Dafür? Für ein paar PS5? Für ein paar Prada-Taschen? Für ein paar Dirty-Kühlschränke? Dafür? Mein Abschlusswort. Wenn man seine Zuschauerschaft liebt, hat man es meiner Meinung nach nicht nötig, erst auf einen Maximilian Held oder irgendwie eine andere Person zu warten und sich dann das dadurch zu finanzieren zu lassen. Man kann auch einfach was anderes Cooles schenken und es muss ja nicht mal in diesen Dimensionen stattfinden. Du kannst ja auch was Kleineres schenken, beispielsweise eben einfach einen Tag mit dir. Deswegen, man kann den Leuten was zurückgeben, ohne so eine Nummer abzuziehen. Was kann ich euch zurückgeben? Ein Like. Und ihr könnt mir auch ein Like geben. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht sagt ihr auch, Alter, ist mir scheißegal, ich folge jetzt aber 24 Leuten. Juckt mich nicht. Ich kann was gewinnen. Oder sagt ihr, ja, okay, es hat schon einen komischen Beigeschmack. Ab damit in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr. Ich habe schon ein cooles Video vorbereitet und ich freue mich auf euch. Euer Girl.